So, Leute, wir müssen weiterspielen. Wir brauchen unbedingt wieder... Ich muss wieder Open machen, ne? Ich muss wieder Pack-Openings machen. So, dann machen wir Hava Nagila. Das wurde ja gerade eben noch angezeigt. Es gibt mehr Posaunen auf der Erde als Mensch. Von wegen. Das kannst du mir nicht erzählen. Es gibt mehr Hotdogs auf der Welt als Menschen. Aber nicht mehr als Posaunen. Und jetzt alle! Hava Nagila, Hava! Oh Gott! Astra Opel Queen, hallo. Ist das anstrengend. Aber ich habe immer noch eine 2 gekriegt. Oh Gott, also B halt. Oh, ist das anstrengend. Oh, ganz tolles Spiel. Ich hoffe, ihr habt auch alle mitgesungen, getanzt. Hier alle Juden unter euch, ne? Das ist ein jüdisches Lied, Hava Nagila. Bitte alle mittanzen. Ein neuer E-Sport ist entstanden. Oh Gott, stell dir mal vor. Jetzt auch im Stehen und dann mittanzen. Oh Gott. Aber es macht echt Spaß. Es ist anstrengend, aber es macht... Skip to my loo? Dieser Tanz, der möglicherweise auf einen kreolischen Volkslied zurückgeht, war in der Jugendzeit von Abraham Lincoln im südlichen Indiana sehr beliebt. Okay. Wir versuchen es nochmal. Der höchste Ton, den eine Posaune spielen kann, ist so hoch, dass nur bestimmte Fledermausarten ihn hören können. Das glaube ich sogar. Achtung, jetzt geht's los. Oh Gott! Okay, das ist einer der Jumpscares. Sie zieht jetzt gleich ihre Hose aus. Ja, ihr Kleid, meine ich. Aber es hat...
Ah, oh, es hat gerade nicht so gereicht für B-Wertung. Ah, scheiße. Ach, Mensch. War das ein Jumpscare? Ich glaube, das war wirklich ein Jumpscare, wo sie da kam. Und hey, ich bin auch noch da. Kann die Kamera ein bisschen größer werden? Ich brauche mehr von Toffis Gesichtsausdruck. Ich sag ja, ich glaube, ich weiß, ich gucke ja gar nicht drauf. Ich muss mich konzentrieren. Ich glaube, ich mache voll die komischen Gesichtsausdrücke dafür, ne? Ach Gott. Oh Gott, ey. Wollen wir nochmal ein Pack aufmachen? Ich will nochmal was über Hotdogs wissen. Ich will nochmal unbedingt was über Hotdogs wissen. Wir haben ja wieder genug, ne? 499 brauchen wir. Sie würden sogar zwei Packs kaufen, siehst du? Ohne dein Gesicht wäre es nicht so erhalten. Aber den kennen wir schon. Was? Masorgsky. Dieser russische Komponist, bekannt für eine Nacht auf dem kahlen Berge und Bilder einer Ausstellung, strebte danach, eine einzigartige russische Musik zu erschaffen und weigerte sich daher, Hotdogs zu essen. Ich frag gar nicht erst mehr. Den kennen wir schon. Der blauäugige weiße Pavian. Einer der mächtigsten Posaunenkarten, der blauäugige weiße Pavian, ist eine Darstellung des Violinschlüssels im Zusammenhang mit Babi, der ägyptischen Vergötterung des heiligen Mantelpavians. Babi war die Verkörperung, die ägyptische Vergötterung des heiligen Mantelpavians. Das wusste ich auch noch nicht. Albino, hallo! Essen Pavians gerne Hotdogs? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Blauäugigen bestimmt nicht. Die nicht. Ich brauche mehr Karten. Wir müssen ganz viel Pack aufnehmen. Stell mir vor, das glaubt einer und studiert anschließend Musik und schreibt das in die Bachelorarbeit rein, dass es überall Hotdogs ist. Wer weiß. Glenn Miller. Dieser Posaunist und Bandleader, der in den frühen 1940er Jahren sehr populär war, starb, als er während des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich flog, um die US-Truppen zu unterhalten. Sein Flugzeug verschwand bei schlechtem Wetter über dem Ärmelkanal. Oh, Alter, wie krank. Das stimmt wahrscheinlich wirklich, ne? Oh Gott, das ist ja... Jetzt will ich aber die Hotdogs wieder haben, so sad wie das ist. Lauri, hallo! Ein Hallo von der Frittenranch. Pommesbude. Vielleicht schaffe ich es nachher noch reinzukommen, falls ihr da noch da seid. Wahrscheinlich mache ich jetzt nicht mehr allzu lange. Don Drummond. Drummond? Legendärer jamaikanischer Ska-Posaunist. Er erkrankte an einer Geisteskrankheit und ermordete seine Freundin Anita Marfoot, wurde daraufhin inhaftiert und starb schließlich im Bellevue Asylum in Kingston. Jetzt wird's aber deep. Ich dachte, er hätte sie mit einem Hotdog erschlagen. Mit einem Hotdog erwürgt, fand ich jetzt fast ein bisschen zu eklig. Also diese Vorstellung, ne, da hättet ihr wieder irgendwelche komischen, unflätigen Gedanken gehabt. Deswegen wollte ich das jetzt sagen. Ne? Wie war die Direct? Die war super. Wir haben dieses Spiel hier aus der Direct. Arthur Pryor, dieser hervorragende Posaunist, ist Posaunist aus Missouri, der einige der bekanntesten Posaunenstücke schrieb, spielte in Sousas Band und war ein produktiver Komponist von Bandmusik. Also, er konnte 9 Hotdogs in einer Sitzung essen. Er konnte 9 Hotdogs in einer Sitzung essen, Ende. Richard Strauss, dieser führende deutsche Komponist, also Strauss, nicht Strauss, sondern Strauss ist ein Deutscher, von Opern und symphonischen Dichtungen, war wohl am bekanntesten für das Stück Also sprach Zarathustra. Ob er Hotdogs aß, ist nicht bekannt. Was ist denn mit diesen Hotdogs los? Jetzt krieg ich langsam wirklich Hunger. Was ist denn das mit diesen Pupsen? Warte mal. 100, 200 Pupsen? Du hast nur ein Exemplar dieser. Bist du sicher, dass du sie pupsen willst? Ach so! Man kann die wegpupsen! Jetzt habe ich es verstanden. Guck mal hier, ich hab 3 von denen, die kann ich wegpupsen. Alle doppelten Exemplare. Das war eine Klospülung mit Kackestückchen. Was spiele ich hier eigentlich, Leute? Was spiele ich hier eigentlich? Oh Gott.
Kann wieder nur ein komisches Spiel sein. Ja, ist es wirklich. So, mehr Doppelte habe ich leider nicht. Ich würde gerne für euch mehr die Klospülung betätigen, aber leider haben wir jetzt gerade aktuell keine doppelten Karten mehr. Ich kann die Klospülung erstmal nicht betätigen, okay? Was ist denn jetzt mit diesen Turds los? Kann ich die jetzt verwenden? Diese 318 Turds. Keine Ahnung, das sehen wir wahrscheinlich später dann mal, ne?